Herzlich willkommen dabei zurück zu Let's Play Animal Crossing New Leaf. Welcome Amiibo. So, letzter Part war unser Kulturpart, in dem wir uns ein bisschen mal angeschaut haben, was das Museum so alles Tolles zu bieten hatte. War ja definitiv sehr interessant und hat Spaß gemacht. Und ja, nachdem wir das letzte Mal so einen schönen Kulturpart hatten, machen wir heute weiter und werden es gleich vor allem erstmal schauen, was unserem Spaßhaus oder wie das hieß, was aus dem es eigentlich geworden ist, weil wir hatten ja, oder die hatten ja die Idee, so ein Spaßhaus hier aufzustellen, und da interessiert mich jetzt natürlich ganz so arg, was denn aus dieser Grundidee eigentlich geworden ist. Dementsprechend finden wir das jetzt mal raus, ne? Dementsprechend machen wir uns mal auf ins Rathaus. Um auszuhauen, wie das jetzt steht, wie der aktuelle Stand ist. Ich habe keine Ahnung, wie der aktuelle Stand ist, aber wir werden es gleich sehen. Hallo Herr Bürgermeister, was kann ich für dich tun? Stadtverschönerung. Du willst am Projekt der Stadtverschönerung arbeiten, das tust doch deshalb so, und ich will schauen, wie es geht. Ich weiß, ich habe einfach null Ahnung, wo dafür gesammelt wird. Hat irgendwer von euch Ahnung? Vielleicht ist es irgendwie gleich über allen Spielen, wo die Stelle hinkommt, wo das gesammelt wird, weil ich konnte mir da auch vorhin keine Stelle auswählen. Bisschen komisch. Immer auf Umfragen. Du siehst, wie zufrieden die Einwohner von City sind. Alles gleich sind die Ergebnisse der letzten Umfrage. So Einwohnerzufriedenheit. Der Bürgermeistershop ist kein Zuckerslecker. Mit harter Arbeit ist jede Hürde zu überwinden. Es wäre die Entwicklung der Stadt mit Interesse verfolgen, also viel Glück. Außerdem denken die Bewohner, die Sauberkeit der Stadt mit den Abfall und Unkraut füllen sie sich wie auf einer Müllkippe. Das waren ihre Worte. Das Schicksal von City liegt nun in ihren Händen, Herr Bürgermeister David. Du schaffst das schon. In meinen Händen. Wenn es in meinen Händen liegt, glaube ich nicht, dass ihr etwas gesagt habt. Nein. Also, die Tage der Müllklippe, Klippe. Werden bald der Gesichter angehören. Das, was Preises heißt. Ja, das wird vorbei. Komm, sein, whatever. Ich frage mich trotzdem für meinen Teil, wo das Spaßhaus dahin kommt. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal weiter. So, wir haben Camping Place hier, der ist wirklich sehr schön. Aber ich hätte Camping tatsächlich noch gar nicht so viele Leute. Namaste, wie kann ich helfen? Namaste, ne? Was wäre? Ach so. Hat er mich doch gemeint. Wollte erstmal auf Durchsuch stellen. Also, wenn ich Platzbetreiber habe, ist alle eine Fall zu tun. Daher ist manchmal nur die Hälfte. Hehehe. Ja, weil der auch so viel zu tun hat mit seinen Fuzzi Wohnmobilplatz. Aber ich muss sagen, trotz der aller Arbeit hier ist es ja eine extrem spannend. Boah, mein Deutsch hast du wieder. Hast doch mal bei den Wunsch, die Welt anzuhalten und einen Gang runter zu halten, ist immer. Ich stell mir dann einfach vor, das ist jetzt, das ist im Jetzt-Lebe.
Ah, ist ganz low. Sagt Meister Akrobat lauter, weshalb? Nö, irgendwie klimpert bei mir die eine Taste, die ganz komisch. Eigentlich die Leuchte zu komisch. Das ist ja im Prinzip auch so mal eine gute Lösung. Logik, ne? Man zahlt einfach einen Gang runter und sagt, man lebt im Jetzt. Ist das Philosophisches, aber darauf. Ich glaube, das muss man ganz in die Materie eindringen, um da großartig darüber nachzudenken, ob das jetzt eine tatsächlich sinnvolle Logik ist oder ob das eher etwas Verwerfliches ist. Aber es war da hinten gar nicht so falsch, denn es war mal so ein Steak nach unten tatsächlich runtershauen, weil es erst im nächsten Part wieder so auskommen, ob dementsprechend aktiv so ja, aktiv wieder großartig viel machen kann in CD, weshalb das eher mal jetzt kein so krasser Part wird, weil ich hier jetzt nichts Krasses vorhab. Ich kann mein Gepäck ablegern, oder wie? Abholkiste, du solltest deine Sachen so bald wie möglich wieder mitnehmen. Ah, oh, dann lieber nicht. So, aber irgendwie dachte ich, hier wurde jetzt, ich dachte, hier wurde jetzt eigentlich so ein Boot kommen. Maybe not. Dann sammle ich wenigstens ein paar Münzen, ein paar, nicht Münzen, sondern. Wie heißt das hier? Muss. So, und gebe die zurück, weil dann bekomme ich ein bisschen Money. In-game Money. Und das ist doch ganz sinnvoll, das lasse ich fallen. Weil ich habe jetzt genug Münzen eingesammelt fürs Erste. Ich weiß nicht, wie viel Zeugs habe ich denn hier drin, wie viel Stuff. Ja, schau mal, das kann man doch hier zusammenfügen. So, und jetzt habe ich jetzt gleich noch ein bisschen Platz hier. Für ein paar super cool, geile Sachen hier. Yeah. Und das noch. So, jetzt müsste meine Tasse voll sein. Und wir können wieder hochgehen. Dann bringe ich das ins Pfandhaus oder ins Umtauschhaus. Whatever. Wieso habe ich die Schleuder? Ist Schleuder in meiner Hand? Das ist was Dresden ist. Ich habe halt einfach nichts gedrückt. Nein, ich bin nicht ins Campingviertel. Da bin ich jetzt versehentlich hingelaufen. Versehentlich. Kapierst du? Es sieht so aus. So. Hier muss man sich durch alle Bäume durchkämpfen. Und halt, hier muss es rüber. Ganz genau. Will ich was von mir? Christine. Ich hatte es doch vor kurzem gebeten, eine Zeitkapsel mit zu vergraben, oder? Wusstest du doch, ich habe erst Zeit, das Grundstück auszugraben. Wieso wollen alles auf einmal, dass es deren Zeitkapseln ausgraben, obwohl ich keinen Plan habe, wo die Dinger überhaupt sind? Ich hätte mir vielleicht damals merken sollen, wo ich die vergraben habe, aber wie es im Henker. War das erstens für erst zu sehen, dass man die paar Wochen später wieder ausgraben muss. Was einfach null Sinn macht, wenn man die eigentlich mal total lang drin lässt, aber okay. Und vor allem war es nicht fair zu sehen, dass da nicht angezeigt wird, wo die vergraben worden sind.
Das ist alles recht kurios gerade. So, Ebers verkaufen. Und zwar das hier, 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 das hier. Und zwar, wie viel ist dafür bekommen? Ja. Das ist doch in Ordnung von ein bisschen was an Muscheln. Ich meine, es sind Muscheln. Lally verfolgt mich jetzt auf Schritt und Tritt. Was soll man, wann macht die eigentlich auf? Halt! Weil es hat das ganze Tag gearbeitet, braucht dringend seinen Schlaf. Stell bitte nicht. Die schläft doch schon seitdem ich in diesem Spiel jemals reingekommen bin. Auf gut Deutsch eine lange, lange Zeit. Inzwischen sind seit bald 20 Parts. Paten? Paten, glaube ich, ne? Ein Part, die Paten. Part ist ja was anderes. Oder die Paten, die Taufpaten ist ja was anderes. Ich glaube, die Parts. Oder was ist der Plural von Part? Paten oder Parts? Schreibt es mal in die Kommentare. Und mich jetzt erstmal adressieren. Parts oder Paten? Also auf jeden Fall glaube ich, mich noch erinnern zu können vom vorletzten Part, wo ich gefragt, wo wir dieses Projekt gestartet haben. Und ich gefragt habe, wo ich eigentlich hinkomme, dass das hier irgendwann kommen soll. Und dass ich hier jetzt noch nichts davon sehe. Also hier sind ein paar Geschäfte, die noch cool sind. Ich glaube, es einfach so nach und nach aufmachen. Wie das hier. Da mal was hinkommen. Aber ich habe keine Ahnung, wo jetzt die eine Stelle ist, die da meinte. Keine Ahnung. Naja, werden wir es noch mal finden, denke ich. Weißt du, erstmal zum Beispiel in den nächsten Part oder so. Was jetzt eigentlich aus dem Haus geworden ist, wo das hinkommt und wie man da spenden kann und so weiter. Wieso kommt jetzt über die Gatto-Dings hier? Muss es alles next updaten, sobald ich wieder da bin aus meiner Sportwoche. Aber die Uhr macht hier so gute Dienste. Sieht schick aus und macht gute Dienste. So. Gut, Leute, angesichts dessen, dass ich leider nicht so viel Zeit habe in dem Part, wo jetzt den ich auch beenden. Und denkt dran, im nächsten Part wisst ihr Bescheid. Das sieht immer noch aus wie so ein Toilette mit diesem Herz. Aber der nächste Part ist ja der Community-Part. Sprich, da könnt ihr mitmachen. Dementsprechend bereitet euch aber drauf vor, falls ihr neu seid. Und ganz gerne meinen Freundescode haben wollt, um mitzuspielen. Einfach in die Videobeschreibung schauen. Ich würde sagen, auch so was heißt 3DS angeben. Aber das funktioniert ja nur, wenn man es live schaut. Hier für euch gilt, einfach mal bitte in die Videobeschreibung schauen. Da findet ihr mal 3DS-Code, den ihr eingeben könnt, um es zu adden. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr neu seid, dass ihr vielleicht ein Like oder wenn es ganz gut läuft und ihr gerne hier seid, ein Abo da lassen wollt, dann ist Spring After Animal Crossing und noch andere 3DS-Games, wie zum Beispiel Mario Kart 7. Super Pokémon, Pokémon Ultrasonne und mehr, wie zum Beispiel Switch Games und vieles mehr. Dementsprechend, ihr seht es, wenn ihr neu seid, lohnt es, hier ein Abo dazulassen, wenn ihr wollt. Ist natürlich komplett freiwillig und komplett kostenlos. Und ab demnächst habt ihr auch die Chance, erlebt zu werden. Dafür aber Ende Juli, Anfang August mehr. So,
Und das sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!